Ja, ich finde sein Design an sich eigentlich echt nice. Also muss ich wirklich sagen, ich finde, das ist ein cooler Bruder. Ein cooler Topo-Bruder. So, Goku hier aufleveln. So ein bisschen zumindest. Jetzt bin ich 200 Gefühl aus freischalten, meine ich, ne? Mit 200 bin ich, ich wieder Verbesserung freischalten mit Vegeta. Vegeta Sande! Hier ist Lila auf einmal auf der Schädeldecke. Auf der kleinen Schädeldecke von dem Bruder. Von dem Bro. Charakter Vegeta, der Prinzess Saiyajins. Der Prinz. Mit dem blauen Gott kriege ich erst. Oh, Limit Break Training. Alles Limit Break Training. Ist Limit Break Training eigentlich Dingens? Nicht Dings ist eine richtig gute. Da muss ich sagen, Dings ist super. Mashallah, kann man viel mehr anfangen. Limit Break Training, ist das, was ich bei den Herrn Bios mache? Alter, ich habe nicht mehr genug von den Kugeln? Das ist mir noch nie passiert. Auch wenn ich das immer öfter mal so erzähle oder so. Ist mal ohne Scheiß, ey. Alto Belli, wie viele Kugeln brauchst du denn da? Jetzt kommt, glaube ich, der endgültige Kampf. Ja, es gibt mehrere Kämpfe. Aber ich finde das auch geil mit den super Attacken und so von den Jungs. Ist schon cool gemacht. Vielleicht ist aber 250, macht das Sinn? Ja, ist irgendwie, glaube ich. Erstmal Super Saiyajin Gott. Ich, der Prinz der Saiyajins. Flashbacks wieder. Boah, ich würde es echt gerne schaffen unter einer Minute. Bin ich ehrlich. Das schaffen wir, das wäre mega nice. Nein. Nein, ich schaff's wieder nicht unter einer scheiß Minute. Ach man, komm. Ja, schick wieder nur ein Keeper los. Das ist wichtig und richtig, Freunde. Du Hund. Er spielt Fußball mit Vegetas Angriff. Ja, Vegeta wird teilweise so durchgereicht, das ist halt wirklich traurig. Aber dafür lieben wir Vegeta. Also Bruder, ich bin der King der Saiyajins. Wobei ich immer noch sagen muss, mein Lieblingsmeme, also aus der Geschichte von Dragon Ball, ist immer noch fucking Yanshu. Also motherfucking Yanshu, der da halt steht. Hä? Die sind doch voll einfach, diese Pflanzenmänner. Und
Dann sprengt der eine Bruder sich einfach in die Luft. Und dann kriegt er so dermaßen dadurch Schaden, dass der einfach tot ist. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich nicht, ey. Ah, ja, Ju, ey. Ja, aber war der an sich, war ich an sich auch immer nicht verkehrt. Sein Angriff zumindest ziemlich geil. Weil der kann so einen Keyball kontrollieren. Also überall hin und her schicken. Das ist an sich eigentlich ganz cool. Aber fucking Yanshu, Alter. Der ist halt so ein Meme dadurch geworden. Dieses, hä? Die sind doch gar nicht so stark. Und, und dann liegt er da tot. Und das Lustigste ist einfach, dass es halt dieses Männchen, wie er da halt tot liegt, gibt es halt so als Actionfigur. Da liegt der halt auch einfach nur da. Mann, da wird mein Freundeskreis darüber kaputt gelacht. Vor allem muss man überlegen, man, du wirst ja das. Muss unbedingt im Hinterkopf behalten. Nappa, der Glatzenbruder, der hat Krillin besiegt, Yanshu besiegt. Jetzt fällt mir da gar nicht ein, der Name hier von dem Bruder mit den drei Augen. Ach, wie heißt der denn nochmal, der Wichser? Wie heißt der denn? Tenshinhan! Tenshinhan und sein kleiner Kollege, da jetzt habe ich den Namen von dem Typen vergessen. Scheiße. Genau, Shaozu, genau, sehr gut. Shaozu und Gohan, das heißt, er hat 5 Z-Krieger besiegt. Und das Witz der ganzen Sache ist einfach nur, dass es nie wieder jemand in der Geschichte von Dragon Ball geschafft hat, so viele Z-Kämpfer zu besiegen. Das heißt, in der Theorie ist Nappa einfach der Überbruder. Ja, stimmt, der wurde von Vegeta gekillt. Ja, Nappa so, Vegeta, hilf mir. Vegeta so, ja, kein Ding. Boom, tot. Nappa, weg bist du. Ach ja. Fucking Nappa, Alter. Der Topo-Bruder. Topo-Bruder. Das war auch so ein Ding, Shaozu. Alle richtig traurig. So, nein, Shaozu, tu das nicht. Shaozu, ich muss das machen, sonst können wir ihn nicht aufhalten. Und Nappa so, ja, Bruder, hat mir halt keinen Schaden gemacht, das bisschen, was du da gemacht hast, ne? So, Bruder, das... Ich meine, das war zwar nett, dass du dich geopfert hast, so, aber es war auch schon sehr unnötig, so. Ich meine, warum machst du das? Was soll das? Was hast du gedacht? Im Ernst, was passiert? Ich meine, denkst du im Ernst, dass du den Mädels besiegen können, Alter? Ich meine, Nappa, die Superglatze? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, ich habe schon wieder nicht geschafft in einer Minute. Scheiße! Zuerst dachte ich, er schmeißt zu. Ja. Ach, fucking Shaozu, Alter. Ich muss mich opfern. Sonst können wir ihn nicht aufhalten. Boom. Ja, ihm wird das gar nichts gebracht. Dein Opfer war halt wirklich umsonst, Shaozu. Es tut mir auch echt ein bisschen leid, aber. Na. Ah, wenn ich darüber nachdenke, bin ich so pisse voll lache, ey. Aber das Beste ist immer diese fucking Yanshu-Szene. Digga, was hast du genommen, Alter? Oha, Shaozu ist einfach dieses Crack-Kind, dieses. Yeah! This kid is for real a crack. Nappa so, call your ambulance, but not for me. Ach, ich werde nicht mehr ehrlich. Ach, Mann. Fucking, ich schau so. Also die beiden, Shaozu und Yanshu, treibe ich sogar Shaozu und Yanshu, na egal, die beiden Topo-Brüder, die haben's einfach drauf.
Also, puh. Da muss ich auch wirklich sagen. Hammer. Ich weiß auch nicht, ey. Ich könnte mich bekecken darüber. So, I'm flying, but baby, I'm dying. Ist das schön. Oh, fucking Shao Zu, ehrlich. Ah, bester Mann immer noch hier in Shu. Hä, die sind doch gar nicht so stark. Boom. Macht das überhaupt so viel Schaden? Ich gerade denke, wie viel Schaden das macht. Ich meine, das zieht schon viel, aber zieht das halt legitim so viel, wie ich denke? Ja, jetzt hat er sein. Moment, jetzt kann ich ja nicht angreifen, wenn dein Hurensohn ist. Unter einer Minute? Ah! Crazy, war doch so schnell, wie ich dachte. Fuck! Wie viele Stunden wieder? Von mir ist mir egal, jetzt trauert er um sie perfekt. Ja, Bruder! Das ist fucking Dragon Ball. Das, also da kann ich jetzt auch nicht viel anderes zu sagen. Das ist halt wirklich Dragon Ball. Welcome to the world of Dragon Ball, man. Super Saiyajin Nagato. Einfach ist so ein bisschen lächerlich, finde, muss ich dazu geben bei den Super Saiyajin Dingern und so. Es kommt halt immer irgendwas Neues. Erst kommt Super Saiyan 1, dann 2, dann 3, dann 4. Dann kommt der Gott. Dann kommt noch irgendeine andere Scheiße. Das ist halt irgendwie so ein bisschen. Also ich konnte halt Dragon Ball nicht mehr so ernst nehmen ab einem bestimmten Punkt, weil immer irgendwas danach kam. Aber an sich finde ich das echt cool, dass Vegeta als dieser erste. Ja, doch so, eigentlich so mit so dieser erste Bösewicht. Eigentlich so einer der wichtigsten Typen später wird. Der immer mit der Kakarotte. Immer am Kämpfen ist. Kakarotte. Nein, ich habe ihn fast erreicht, war ein Scheiße. Hat der eigentlich das auch Kakarotte? Nein, doch, war doch richtig, was ich wollte, Charakter wollte ich. Hat auch diesen Götterblitz. Der ein bisschen was machen. Der Gott Kamehameha. Ah. Oh. Aber ich brauche erst so viele Kugeln wieder. Oh, Scheiße. Oh.
that the day that I die, he'll come take it from me. So I'll leave you this heart made of copper and gold. Bum 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 bum. Immer noch geil mit. Ich kann einfach nicht aufhören, an fucking Jan Show zu denken.